Heute wollen wir uns mit der Innenwinkelsumme im Dreieck beschäftigen. Das heißt, wenn ich alle Innenwinkelmaße Alpha, Beta und Gamma im Dreieck zusammenzähle, was für ein Maß bekomme ich dann heraus? Ich habe hier einmal ein x-beliebiges Dreieck aufgezeichnet. Alpha hat 37 Grad, Beta 43 Grad, Gamma hat 100 Grad. Und wenn ich die drei Maße zusammenzähle, ist 37 plus 43 80 plus 100 sind 180 Grad. Jetzt verändere ich dieses Dreieck beliebig, zum Beispiel hierher. Dann habe ich einmal 88 Grad für Alpha, einmal 24 Grad für Beta und einmal 68 Grad für Gamma. Auch wenn ich diese drei Maße zusammenzähle, 88 plus 24 ist 112 plus 68 bin ich wieder bei 180. Egal wie ich dieses Dreieck ziehe, es kommt immer 180 Grad heraus. Und das können wir auch beweisen. Ich habe hier schon eine parallele Gerade dazu aufgezeichnet und wir wollen jetzt zeigen, warum die Summe der Innenwinkelmaße bei jedem Dreieck 180 Grad ist. Wenn ich diesen ganzen Winkel hier nehme, dann habe ich hier einen gestreckten Winkel. Das sind 180 Grad, das wissen wir schon. Jetzt blende ich einmal diesen Winkel hier ein. Der ist 36 Grad. Auch hier der Alpha ist 36 Grad. Kein Wunder, das hier ist ein Z-Winkel, wenn ihr euch an das letzte Jahr erinnert. Also ist dieses Winkelmaß hier gleich dem Winkelmaß von Alpha. Und wenn ich das andere Winkelmaß einblende, habe ich hier 35 Grad und hier oben ebenfalls 35 Grad. Ich habe also auch hier einen Z-Winkel. Da dieses Winkelmaß insgesamt 180 Grad ist, und die beiden Winkelmaße Alpha diesem entspricht und Beta diesem Winkelmaß entspricht, muss natürlich auch die Winkelsumme im Dreieck genau 180 Grad sein. So, wenn wir das nochmal aufschreiben, habe ich hier ein Dreieck ABC mit den Innenwinkelmaßen Alpha, Beta und Gamma. Und in jedem Dreieck beträgt die Summe der Innenwinkelmaße 180 Grad. Also Alpha plus Beta plus Gamma ist gleich 180 Grad. Jetzt kommen wir noch zu ein paar Dreiecksarten. Wir können schon Dreiecksarten nach ihren Seiten benennen, zum Beispiel gleichseitige Dreiecke, da sind alle drei Seiten gleich lang, oder gleichschenklige Dreiecke, dabei sind die beiden Schenkel gleich lang. Und jetzt kann man aber Dreiecke auch nach ihren Innenwinkelmaßen benennen. Zum Beispiel, wenn alle Innenwinkelmaße kleiner als 90 Grad sind, das geht, dann nennt man dieses Dreieck spitzwinkliges Dreieck. Wenn ein Winkelmaß 90 Grad ist und dann die anderen beiden logischerweise kleiner als 90 Grad sind, nennt man das ein rechtwinkliges Dreieck. Das kennen wir schon. Und wenn ein Innenwinkelmaß, hier Beta, größer als 90 Grad ist und die anderen natürlich wieder kleiner als 90 Grad, dann nennt man das ein stumpfwinkliges Dreieck.